freue ich mich sehr, dass ich die Einladung hier bekommen habe. Ich möchte anfangen hiermit. Auf dem Kaffeebeutel, der hier verteilt wird oder für den Sie kriegen können und spenden können, ist die Atomkriegsuhr der Federation of American Scientists, also des Bundes der amerikanischen Wissenschaftler. Die geben jedes Jahr heraus, wie nah oder wie weit wir von der Zerstörung der Erde entfernt sind durch Krieg, Nuklearkrieg. 1992 stand diese Uhr auf 17 Minuten vor Mitternacht. Mitternacht ist der Krieg. Und jetzt steht sie auf 2 Minuten vor Mitternacht. Und es wird gerade überlegt, ob man im nächsten Jahr auf 1,5 Minuten vor Mitternacht stellt. Das wäre die schlimmste Zeiteinstellung, die es jemals dabei gegeben hat, weiter als bei der Kuba-Krise. Also es ist bei der Entwicklung der Wasserstoffbombe wurde sie nach vorne gestellt, weil damit die Gefahr sehr groß war. Und diese 15 Minuten Unterschied seit, sagen wir 1989, seit dem Ende der Ost-West-Konfrontation in ihrer militärischen Form, wie sind diese 15 Minuten zu erklären? Das ist aus meiner Sicht ein Totalversagen der Politik. Denn der Unterschied ist nur Politik, diese 15 Minuten. Wie ist es dazu gekommen? Und ich möchte aus den ca. 200 Interviews, die ich im Laufe meiner Dokumentarfilmerkarriere mit Politikern, Militärs und überwiegend Geheimdienstlern geführt habe in Ost und West, meine Sicht auf die Dinge darlegen, die, Sie werden viele Sachen wiedererkennen, aber etwas anders zusammengesetzt ist als das, was Sie in den Sendern, für die ich auch gearbeitet habe, normalerweise hören. Ja? Und zwar, ich möchte daran erinnern, vor kurzem, das war am 4. April, sagte Klaus Kleber im Heute-Journal, guten Abend, zu Wasser und zu Luft sind heute Nacht amerikanische, deutsche und andere europäische Verbündete unterwegs nach Estland, um die russischen Verbände zurückzuschlagen, die sich dort, wie vor einigen Jahren, auf der Krim festgesetzt haben. Keine Sorge, das ist nicht so, das ist nur eine Vision. Sie haben das wahrscheinlich alle mitgekriegt. Ich war doch sehr erstaunt über diese Aussage. Klaus Kleber ist gut eingebunden in die transatlantischen Strukturen, Atlantikbrücke, American Enterprise oder Aspen Institute, ich weiß es nicht genau. Also auf jeden Fall, er ist jemand, der dort gut vertreten ist, der die Ansichten dort kennt. Und ich fühlte mich erinnert sehr stark an ein anderes Zitat eines ZDF-Mitarbeiters, nämlich des stellvertretenden Chefredakteurs Elmar Thewissen, der am 10.3. geschrieben hatte, Generalleutnant Hodges, das war immerhin der leitende Kommandeur der amerikanischen Armee in Europa, NATO-Kommandeur, USA, also US Army in Europe, warnt, Generalleutnant Hodges warnt vor einer Umwandlung der NATO in eine Art Geschäftsbündnis angesichts eines aus seiner Sicht unvermeidlichen Krieges mit China in den nächsten Jahren. Ich denke, dass wir am Ende verlieren werden, wenn sich daraus eine reine Geschäftsbeziehung entwickelt. Dann könnten ja auch die Verbündeten wiederum Amerika Dinge in Rechnung stellen, die sie derzeit für uns tun, die aber nicht auf der 2%-Liste erschienen. Hintergrund für beide Äußerungen ist die Forderung des amerikanischen Präsidenten, dass Deutschland seine Kriegsausgaben, sollten wir realerweise mal sagen, Verteidigungsausgaben sind das in dem Form nicht mehr, auch bei den Amerikanern. Ich wäre dafür, von Kriegsetat zu sprechen, um die Benennung mal adäquat zu machen, soll auf 2% des Bruttoinlandsproduktes ansteigen. Das wären in Deutschland 70 Milliarden Euro. Das ist die Forderung, die Amerikaner möchten von ihren NATO-Verbündeten höhere Anteile für das Militär einfordern. Und dazu macht Trump eine ganze Reihe von merkwürdigen Vorschlägen. Der letzte war, dass Deutschland seine Stationierungskosten komplett bezahlen soll. Wenn es sich aber an die amerikanische Außenpolitik hält, könnte es einen Rabatt bekommen wirklich. Das war die Antwort von Elmar Thewissen und von Hodges darauf. Deswegen bezieht er sich darauf, wir sollten unsere Verbündeten nicht verärgern. Ja, das ist aber so die Trump-Methode, der ja die Methoden des Geschäftslebens in die Politik eingeführt hat. Man setzt erstmal einen dicken Haufen auf den Tisch und dann, wenn sich alle darüber aufgeregt haben, redet man hinterher, wie man den wieder runterkriegen könnte. Und er schlägt eigentlich geht es darum, dass die Militärausgaben erhöht werden sollen.
Und dazu wird dieser Druck gemacht. Die Frage ist nur, warum muss ein ZDF-Moderator mitmachen bei diesem Druck? Ist es seine Aufgabe? Ist er so nah an der NATO dran, dass er die Interessen der NATO im deutschen Fernsehen vertreten muss? Ist das wirklich zielführend oder für wen ist das zielführend? Und was Sie auch gehört haben, war, dass in den amerikanischen Militärkreisen davon ausgegangen wird, dass der Krieg mit China innerhalb der nächsten 10 bis 15 Jahre unvermeidbar ist. Ja, also wir haben eine Situation, wenn Sie sich irgendwo auf Wirtschaftsseiten umschauen, werden Sie sehen, dass China kräftig dabei ist, sich zu entwickeln. Ist auf vielen Bereichen sind sie bereits weiter als der Westen, wir kriegen das nicht mit. Zum Beispiel ähnlich wie die Sowjetunion, also wie Russland. Sowjetunion war ja im Kalten Krieg in der Technik meistens hinten dran. Die Russen sind jetzt erstaunlicherweise auf einigen Gebieten voran, zum Beispiel bei Hyperschallwaffen, auch die Chinesen. Die Chinesen haben mittlerweile ein riesiges Hochgeschwindigkeitsnetzwerk für Hochgeschwindigkeitszüge, was weltweit einzigartig ist. Sie haben über 20 Firmen, die Elektroautos herstellen. Es gibt Elektro-LKWs in China, gibt es bei uns gar nicht. Ich kenne einen Piloten, der China immer anfliegt und sagt, er muss sich jedes Mal neu die Skyline einprägen, weil sie sich konstant verändert. Also dieses Land ist ein immensen Aufbruch, wird übrigens innerhalb der nächsten 2 Jahre die Armut abgeschafft haben, intern, und zwar nach ihren eigenen Kriterien, die strenger sind als die UN-Kriterien. Also das ist eine einzigartige Leistung, die es so noch nie gegeben hat, ein gesamtes Land aus der Armut herauszuführen. China ist mittlerweile eine Mittelstandsgesellschaft, die übrigens im Westen zerbröselt. Ja, das sind Entwicklungen, die wir so nicht mitkriegen, weil wir darüber nicht informiert werden. Das ist aber der Hintergrund. Das heißt, es gibt eine Furcht der USA vor China, vor diesem Erstarkenden. Es geht nicht mehr darum, ob die hinterherkommen, sondern wann sie die Führungsposition übernehmen. In den Wirtschaftsdaten wahrscheinlich innerhalb der nächsten 2 Jahre. Ja? Also der Konflikt ist eigentlich ein Konflikt USA und China, und Russland spielt da rein. Also wenn Sie sich eben gehört haben, wir geben zurzeit 44 Milliarden für Rüstung aus, wir sollen 70 Milliarden ausgeben. Russland gibt 48 Milliarden für Rüstung aus. Das heißt, wir werden in Kürze Russland überholen bei den Rüstungsausgaben. Deutschland alleine. Die Zahl für die USA sind 716 Milliarden. Hören Sie sich das an, 716 Milliarden für Rüstung versus 48 von Russland. Darauf werde ich aber noch kommen. Ja? Das ist der Unterschied, nur dass Sie die Dimensionen sehen. Die USA geben so viel Geld für Rüstung aus wie die nächsten 8 Länder der Welt zusammengenommen. Ja? Das ist, man kann hier nicht davon sprechen, dass irgendjemand in den USA Angst haben muss vor der militärischen Bedrohung durch eine andere Nation. Ja? Das ist ein 400-Kilo-Gorilla, der jeden platt machen kann, den er will. So, wie kommt es dazu? Ich möchte einmal zurückgehen, 1981, Ronald Reagan kommt an die Macht, und die Situation vorher war die Furcht vor dem Nuklearkrieg. Und Ronald Reagan, was jetzt der Unterschied ist, er will die Sowjetunion, will den Kalten Krieg gewinnen. Er will ihn nicht überleben, er will ihn gewinnen. Und dazu habe ich eine ganze Reihe von Interviews geführt. Das wird im Nationalen Sicherheitsrat besprochen. Die Methode ist, die Sowjetunion über die Wirtschaft in die Knie zu zwängen, denn die Wirtschaft funktioniert nicht gut. Die offiziellen Zahlen, die gesagt werden, sind 15% des Bruttoinlandsprodukts gehen für die Rüstung drauf, geschätzt werden 50 intern. Ja? Und wenn man diesen Betrag erhöht und die Einnahmen verringert, dann kann man, das ist das Zitat, die Sowjets umschubsen. Sie werden es nicht aushalten. Das wird gemacht, der Ölpreis wird mithilfe der Saudis gesenkt. Damit kriegen die Sowjets eine Einnahmenminimierung, denn sie verkaufen nicht viel mehr als Erdöl und Erdgas, bisschen Gold, bisschen Diamanten noch. Über Rüstungsprogramme, USA gibt 4% des Bruttoinlandsproduktes aus, werden neue Rüstungsprogramme in den USA aufgesetzt, die die amerikanische Wirtschaft und der Haushalt vertragen, aber sie zwingen damit, die Sowjets mitzuziehen, und die können es nicht vertragen. Und das dritte sind Täuschungsoperationen, dazu hatte ich eine Doku gemacht, die dann in der ZDF-Version übrigens ohne mich umgeschnitten wurde. Also das sind die Verhältnisse, die Leute, die aus der DDR kommen, die sowas gehört haben, das ist mir 2-mal passiert. Ja, das ist der Grund, warum ich dort keine Themenvorschläge mehr gemacht habe. Das habe ich in dem Film dargelegt, wie die U-Boote, die in Schweden eingedrungen sind, konstant in den Gewässern, wie wir heute wissen, in Wirklichkeit westliche U-Boot waren, die wurden immer als sowjetische deklariert. Wir hatten ein Revival davon 2014, genau das Gleiche. U-Boote in Schweden,
Der schwedische Umweltminister hatte dann offiziell gesagt, eines dieser U-Boote ist ein deutsches U-Boot gewesen in Schweden, was in unseren Medien als russisches deklariert wurde. Und Deutschland hat darauf nicht geantwortet. Ich habe dann eine Anfrage gestellt beim Verteidigungsministerium und die haben gesagt, dass ihnen das nicht bekannt sei, dass ein deutsches U-Boot in schwedische Gewässer eingedrungen sei. Da stand jetzt die Aussagen der schwedischen Regierung gegen die Aussagen des deutschen Verteidigungsministeriums. Ich hätte angenommen, dass das auch andere Kollegen interessiert, hat es aber nicht. Es wurde in Hunderten von Berichten, ich habe das verfolgt, weiter gesagt, dass wahrscheinlich russische U-Boote Putin in schwedischen Gewässern, wird ja immer gerne personalisiert. 81 also, Reagan will den Krieg gewinnen und schafft es über diese Methodik, die Sowjetunion tatsächlich schwer zu schädigen. Also Russland bröckelt ab. Und dann kommt, Andropow ist Generalsekretär als ehemaliger KGB-Chef, jemand, der sehr genau wusste, wie es um Russland bestellt ist. Und der setzt jetzt Reformen ein. Das ist auch relativ unbekannt. Also Gorbatschow und Jelzin sind Leute, die von Andropow gefördert wurden, weil ihnen klar war, dass es entweder eine Reformation gibt, also entweder Reformen oder Untergehen. Und jetzt kommt eine ungeheure Dynamik in die Sowjetunion. Ich mache den Sprung, Sie kennen das, Gorbatschow, 1986. Auf einmal ist nichts, wie es vorher war. Gorbatschow sagt, wir werden den Amerikanern das Schlimmste antun, was man ihnen antun kann. Wir werden ihnen den Feind entziehen. Ja? Und er fängt an, überall mit ausgestreckter Hand hinzugehen und zu sagen, wir wollen hier was machen. Reagan, das müssen Sie jetzt auch, macht die Sache komplizierter, ist aber wahr. Reagan ist tatsächlich daran interessiert, Nuklearwaffen abzuschaffen. Das eint Gorbatschow und Reagan. Die mit Personen hinter Reagan haben andere Auffassungen dazu. Aber Reagan ist jemand, der wirklich die Nuklearwaffen loswerfen werden wollte. Und es gibt dann Verhandlungen, es gibt jede Menge Abkommen dazu. INF-Abkommen, was gerade von den Amerikanern ausgesetzt wurde. Werde ich jetzt nicht ins Einzelne, aber das ist dort wurden Mittelstreckenwaffen eben geächtet. Ja. Sie wissen aber alle aus ihrer eigenen, sie sind alle alt genug, die hier sitzen, aus ihrer eigenen Erfahrung, dass mit Gorbatschow auf einmal alles möglich war. Und auf westlicher Seite gibt es auch noch eine Person, die hochinteressant ist, das ist Olof Palme, der zusammen mit Egon Bahr und Willy Brandt Palme Friedensvorschläge macht an den Osten. Und das bezieht sich unter anderem auf eine nuklearwaffenfreie Zone in Osteuropa. Ich habe dazu ein Dokument, was ich nie veröffentlicht habe, es ist jetzt aber veröffentlicht worden. Ich wusste nicht, ob es echt ist, in dem es darum geht, dass die westalliierte Führung, also Amerikaner und Briten, befürchten, dass es einen Vorschlag gibt von Palme, Nuklearwaffen in Nordeuropa abzuschaffen und Norwegen und Dänemark aus der NATO rauszulösen. Also ein Auflösen der Blöcke. Das ist der Grund. In diesem Dokument steht dann, dass sich entweder Schweden selber darum kümmert oder von außen eben sich darum gekümmert wird. 1986 wird Palme ermordet. 28. Februar. In meinem Film ist das letzte Interview mit Gorbatschow, der sagt, das Interview habe nicht ich geführt, hat ein schwedischer Kollege gemacht, wo Gorbatschow sagt, der Mord an Palme ist ein politischer Mord, weil es viele Menschen gibt, die nicht wollen, dass es eine bessere Welt gibt. Und zu dieser Sache, Palme, das ist eine Sache, mit der ich mich sehr gründlich beschäftigt habe, mittlerweile auch mit meinem Freund, früher nur Kollegen, Patrick Barb, der ja das Buch geschrieben hat, Im Spinnennetz der Geheimdienste, über die Tode von Palme, Barschel und Kolby, die zusammenhängen. Alle waren in der Iran-Contra-Affäre verstrickt. Bei Palme müssen Sie wissen, das ist fast absurd, wir haben jetzt 33 Jahre sind es jetzt, glaube ich, ja, dass wir darüber reden, wer der Mörder von Palme war. Und im letzten Jahr, ich habe Kontakt mit der Polizei in Schweden, ist zum ersten Mal in dieser ganzen Zeit wird ermittelt, wer ein Motiv gehabt haben könnte, Palme zu ermorden. Vorher wurde nur darüber ermittelt, ob es Christa Pettersson war oder nicht. Also das heißt, die vielfältigen politischen Gründe, diesen Mann, der aktiv geworden ist, als moralische Supermacht quasi im Einmannverfahren, der für die Auflösung der Militärblöcke eingetreten ist, für die Unabhängigkeit von Angola und Mosambik, der für Namibia direkt für die Unabhängigkeit mitverantwortlich war, der Nordvietnam-Demonstrationen angeführt hat im Vietnamkrieg mit dem nordvietnamesischen Botschafter in Stockholm 1968, als in Westeuropa die Studenten demonstriert haben, geht Palme mit dem nordvietnamesischen Botschafter in Stockholm auf die Straße und demonstriert gegen den Vietnamkrieg.
was ihn ungeheuer beliebt bei den Amerikanern gemacht hat, wie Sie sich vorstellen können. Er finanziert zusammen mit der Sowjetunion den ANC, Nelson Mandela, der damals noch kommunistischer Terrorist ist. Diesen Status hat er bis 2008 behalten. Er durfte offiziell nach der FBI-Regel nicht in die USA einreisen, weil er immer noch kommunistischer Terrorist war. ANC war eine kommunistische Terrororganisation. Palme finanziert ihn. Schweden finanziert Bildungsanstrengungen in Vietnam und in Kuba. Er wird in Nicaragua, tritt die gesamte Regierung an, als es einen Staatsbesuch gibt, weil Schweden sich erdreistet, nie auf militärischem, immer auf zivilem Gebiet diese Regierung, also die Versuche eines Sozialismus, der, ja, wenn man sozusagen die Dubček-Formel nimmt, mit menschlichem Antlitz zu unterstützen, das wird ihm übel genommen. Und ich habe ein Interview mit dem stellvertretenden Außenminister geführt, wo ich ihn gefragt habe, war Palme ein Problem für Sie? Und die Antwort war ja. Sofort kam ja, denn er unterstützte Positionen, auch wenn er selber kein Kommunist war, die die Sowjetunion eingenommen hat. Also das ist die Situation. Dieser Mann stirbt durch Mord. Südafrika wird mittlerweile gehandelt. Der südafrikanische Geheimdienst war schon lange vermutet worden mit seiner Killerabteilung. Aber es gibt eine Vielzahl von Regierungen, die etwas dagegen haben können. Palme ist, wie gesagt, in Iran-Contra verstrickt. Kennen Sie Iran-Contra? Wer kennt es nicht? Okay. Iran-Contra ist, die Amerikaner haben illegal Waffen verkauft an den Iran, ihren erklärten Feind, während gleichzeitig Geiseln genommen hatte und Botschaftsbesetzer, und haben diese mit dem Geld aus dem Waffenverkauf die Contras in Nicaragua unterstützt. Die Contras wiederum haben Kokain hergestellt, was zurück in die USA geflogen wurde und verkauft wurde. Also ein extrem dreckiger Handel nach dem Motto, wir versuchen irgendwie Geld bereitzukriegen, um gegen diese Staaten vorzugehen. Da wurde Schweden und Deutschland, Barschel und Palme, waren beide verwickelt in diesen Iran-Contra-Deal. Man nimmt an, also sozusagen meine Interpretation, Palme wollte man da drin haben, damit man sagen kann, du redest mal besser nicht so viel, weil sonst können wir rauskommen mit dem, was du da in dieser Sache gemacht hast. Palme wollte raus, Barschel wollte raus. Colby war da drin, ist eine andere Geschichte, wollte dann auch später mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, hat er sich unbeliebt gemacht. Aber das ist in dieser Stelle, Schweden sollte sogenannte Endbenutzerzertifikate, gefälschte Zertifikate für Waffen bereitstellen, die dann von Israel oder von den Amerikanern an Iran geliefert wurden, damit man quasi die Papiergüte hat. Und das lief unter anderem über Rostock. Über den Hafen Rostock, die DDR war verwickelt in diesen Handel. Die DDR hat mitgemacht, um Geld zu verdienen, Devisen. Also das ist in einer Weise korrupt, wie man es sich kaum vorstellen kann. Das würde sofort als Verschwörungstheorie bezeichnet werden, wenn Sie es nicht hinterlegen könnten mit Belegen. Aber da sieht man, in welcher Weise Arkanpolitik gemacht wird. Darin war Palme verstrickt, er stirbt, ja, er wollte raus, er hat gesagt, ich mache da nicht mehr mit. Das ist einer der Gründe, diese nuklearwaffenfreie Zone dürfte einer der wesentlichen Gründe sein dafür. Die war wichtig, das heißt ein Zerbröseln der NATO, das ist etwas, was, es geht immer um die NATO, das kann ich Ihnen sagen. Der Punkt, der dahinter steht, ist immer die NATO und die NATO nicht als multinationales Gebilde, sondern als Militärmacht, die angeführt wird von den Amerikanern, die quasi der Hund an der Leine ist, den man loslassen kann. 86, UdSSR, Glasnost und Perestroika. Sie kennen die beiden Begriffe. Glasnost ist ganz einfach, es darf auf einmal über alles geredet werden, man kann alles nachgucken, alles wird zugegeben, es ist eine große Offenheit. Perestroika sollte der Umbau der Wirtschaft werden, aber die hatten keine richtigen Vorstellungen, wie das funktionieren sollte. Was sie gehofft hatten war, dass sie jetzt ja zeigen, dass sie nette Menschen sind, und sie hofften auf Hilfe, gutwillige Hilfe von gutwilligen Menschen aus dem Westen. Horst Teltschik, mit dem habe ich vor kurzem telefoniert, hat mir erzählt, die hatten alle Ludwig Erhard gelesen in der sowjetischen Führung. Das war ein Buch Wohlstand für alle, also Ordoliberalismus, die soziale Marktwirtschaft. Das war sozusagen, aber man hatte keine praktischen Erfahrungen, wie man damit umgeht. Man hatte überhaupt keine praktische Idee, wie man das durchführen sollte. Es ist zum Beispiel so gewesen in großen Kombinaten, dass die Leute sogenannte Voucher bekommen haben. Jeder Mitarbeiter der Firma hat auf einmal 3.500, sag ich mal, einen Wert von $3.500, sagen wir jetzt mal, Anteile an der Firma gehabt.
Und dann ist das so gelaufen, da kamen den Leute und sagten, was willst du denn mit einem Voucher? Ich gebe dir 2.000, hast du Cash auf die Hand, kannst dir ein Auto kaufen, gib mir das. Und so sind die Oligarchen entstanden, die einfach diese Sachen abgegriffen haben. Also es war ein Chaos. Man hat eine Preisreform durchgeführt und das vorher angekündigt. Das ist das absolute No-No. Ja? Preisreform, wenn über Nacht, und am nächsten Morgen dürfen es die Leute erst merken. So, und jetzt gab es eine ganze Reihe von Leuten, die gerufen wurden oder angefragt wurden, um bei dieser wirtschaftlichen, bei dem Umbau mitzuhelfen. Denn was Gorbatschow wollte, war nicht ein Zerstören der Sowjetunion, er wollte sie wieder attraktiv machen. Er wollte sie sozusagen entbetonisieren und er hoffte, das war eine Idee seiner Frau Reißer, Philosophieprofessorin vor allem, dass eine offene Gesellschaft Sowjetunion, die den Ruf wieder hat, den die Sowjetunion vielleicht in den 20er Jahren oder in den 10er Jahren vorher als Idee hatte, nämlich der Punkt in der Welt zu sein, wo neue Geschichte gemacht wird, wo die Ausbeutung des Menschen aufgehoben wird. Also ein Sehnsuchtszukunftsort, an den Idealisten aus der ganzen Welt gehen, um mitzuwirken an dieser neuen Gesellschaft. Das sollte wiederhergestellt werden, indem man die ganzen Betonareale und die Ungerechtigkeiten und die ganze Gulag-Geschichte beseitigt, freie Rede. Er ist überall rumgefahren im Land und hat gesagt, hört auf mit dem Zentralismus, macht eure eigenen Entscheidungen. Also in den großen Kombinaten hat er gesagt, wir werden abnicken, was ihr entscheidet, ihr wisst es besser. Er wollte den sowjetischen Zentralismus aufhören. Er wollte eine Art Sozialdemokratisierung, jetzt wieder ähnlich wie Palme, der übrigens vorhatte, einen Teil der Staatsunternehmen in Schweden in Arbeitnehmerhand zu übertragen. Auch das hat ihm Feinde gemacht innerhalb Schwedens, massive. Ja. Ähnlich wollte das Gorbatschow machen. Er wollte die Firmen, also er wollte eine sozialdemokratische Politik, das kann ich so sagen, Sozialdemokratie bedeutet in diesem Zusammenhang, die Kräfte des Kapitalismus zu nutzen, um die Gesellschaft voranzubringen, aber das freie Spiel der Kräfte dort einzudämmen, wo es sozial wesentlich wird. Also das heißt, mit dem Geld, mit der Wirtschaftskraft sozialreformerisch und umverteilend agieren zu können. Das, was für Schweden bekannt ist, dass sie in Schweden, können sie als Generaldirektor, so war das wenigstens damals, neben einem Arbeiterleben, und der Generaldirektor hat vielleicht das 10- oder 20-fache verdient, heute ist es das 800-fache. Also es war eine andere Gesellschaftsordnung, eine homogene, und das war das Ziel von Gorbatschow. Und jetzt gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die dort mithelfen wollen, unter anderem Alfred Herrhausen. Alfred Herrhausen ist Berater von Helmut Kohl, ein Chef der Deutschen Bank, Sprecher. Jemand, der mehrfach aufgefallen war bereits dadurch, dass er genau diese Ideen von gesellschaftlicher Verantwortung, was vollkommen außer Mode gekommen ist bei den Banken, sehr stark vertritt. Er war ein Anhänger von Popper. Er hatte aufgefordert, die Schulden der Dritten Welt zu 50% zu streichen, damit sie wieder auf die Füße kommen. Was übrigens die Deutsche Bank in eine Führungsposition gebracht hätte und viele amerikanische Banken in den Konkurs getrieben hätte. Es könnte also noch einen zweiten Effekt, aber das ist erlaubt, der dahinter stand gewesen sein. Und er hatte Vorschläge gemacht für die Sowjetunion und hatte darauf hingewiesen, es wird mindestens 10 bis 20 Jahre dauern, bis das wirklich funktioniert, zwei Generationen. Ja? Das Gleiche übrigens für die DDR. Und sein Punkt war, jetzt kommen ganz erstaunliche Aussagen, war zum Beispiel, dass er sagte, Marktwirtschaft bedeutet, dass wir Konkurrenz haben. Wem die Betriebe gehören, in denen es Konkurrenz gibt, das ist nicht so wichtig. Das ist aber genau das, worauf die Amerikaner Wert gelegt haben, nämlich dass ihre Finanzkreise Zugriff auf die Ressourcen der Sowjetunion und auf die Betriebe der Sowjetunion haben wollten. Also, um das knapp zusammenzufassen, es gibt eine Reihe von Leuten, und da gibt es noch einen, Jeffrey Sachs, das ist einer der 5 bedeutendsten Wirtschaftswissenschaftler der Welt, 5, die Zahl kommt von mir, Sie können auch 3 sagen, er wird irgendwo da sein, der für die Weltbank, für die UNO, für den Währungsfonds mehrfach gerufen wurde, um Länder vor Krisen zu bewahren, unter anderem Bolivien. Dort hat er erfolgreich die Hyperinflation in den 80ern bekämpft, dann Polen und auch die Sowjetunion. Er ist gerufen worden, er ist berühmt für seine sogenannte Schocktherapie. Er ist ein Neoliberaler in dem Wortsinn, wie Sie es kennen, aber kein böswilliger Mensch. Ja, er meint wirklich, dass das gut funktioniert. Das heißt, alles platt machen, neu aufbauen und sozusagen die vollkommene Freizügigkeit des Kapitalismus einführen. Das hat in Bolivien funktioniert und er wurde nach Polen geschickt, und auch nach Russland. Und die haben jetzt 2 sehr verschiedene Auffassungen. Ich sagte Ihnen, Herrhausen langsam funktionsfähig kriegen. Herrhausen ist ein brillanter Manager. Der will einfach aus den bestehenden Möglichkeiten, die es gibt, das Beste raussuchen, um das Land wieder auf die Füße zu kriegen, gutwillig. Ja. Und Jeffrey Sachs das Gleiche, mit vollkommen anderen Methoden, aber auch gutwillig.
Ja, die beiden sind jetzt in der Sowjetunion als Berater aktiv. Und ich kann Ihnen das vorlesen. Jeffrey Sachs hat in einem Interview in der BBC, 2013 war das, glaube ich, hat er Folgendes gesagt. Also er ist jetzt als Berater im Auftrag Weltbank, Weltwährungsfonds und unterstützt die Sowjetunion bei dem Umbau, insbesondere ab 1991 unter Jelzin, den schlimmsten Jahren für die Sowjetunion und Russen. Wenn Sie mit irgendeinem Russen reden, das ist das Schlimmste, was Sie jemals erlebt haben. Ja? Vollkommener Zusammenbruch, Gewaltkriminalität, keine Ordnung auf den Straßen, Rentner, die nichts mehr zu essen haben, Lebenserwartung der männlichen Bevölkerung 57 Jahre. Ja? Also Jeffrey Sachs sagt in diesem Interview, in Bolivien, Polen und Russland war meine Arbeit wie die eines Notarztes. Der Patient war bereits im Schockzustand, Hyperinflation, massive Versorgungsengpässe, politische Instabilität, eine zusammenbrechende Wirtschaft und allgegenwärtige Furcht. Man darf dem Arzt, der die Intensivstation betritt, nicht die Schuld für den Zustand des Patienten geben. Ich brauchte 20 Jahre, um zu verstehen, was nach 91 geschehen ist. Warum handelte die USA, die mit so viel Weisheit und Umsicht in Polen agierte? Polen war immens verschuldet, diese Schulden wurden aufgehoben durch Maßnahmen. Es gab innerhalb von Stunden einen 8 Milliarden Kredit an Polen. Daran war Sachs beteiligt. Warum waren die USA, die mit so viel Weisheit und Umsicht in Polen agierte, mit solch brutaler Missachtung im Falle Russlands? Schritt für Schritt und Zeitzeugenaussage für Zeitzeugenaussage kam die wahre Geschichte ans Licht. Der Westen hatte Polen finanziell und diplomatisch geholfen, weil Polen der östliche Frontstaat der expandierenden NATO wurde. Polen würde zum Westen gehören und deswegen war es die Hilfe wert. Russland wurde im Gegensatz dazu von den US-Führern ungefähr so gesehen wie Lloyd George und Clemenceau, also die Chefs der beiden Großbritannien und Frankreich im Ersten Weltkrieg, Deutschland in Versailles betrachtet hatten, als geschlagener Feind, der zermalmt werden sollte, statt ihm zu helfen. In einem kürzlich veröffentlichten Buch erinnerte sich General Wesley Clark, immer noch Jeffrey Sachs, was ich hier sage, an ein Gespräch mit Paul Wolfowitz, damals Pentagon-Direktor. Wolfowitz sagte Clark, dass die USA gelernt hatten, dass sie im Nahen Osten ohne Konsequenzen befürchten zu müssen, tun und lassen konnten, was sie wollten. Und das gelte auch für andere Regionen in der Welt, ohne ein Eingreifen der Russen befürchten zu müssen. Das ist also die Aussage von Jeffrey Sachs, der sagt, knapp gesagt, man hatte überhaupt nicht vor, Russland zu helfen. Man wollte den russischen Bären nicht, der angeschlagen war, nicht wiederbeleben und stärken, sondern töten und ausweiden. Das war die Idee. Das heißt, ran an das Erdöl, ran an das Erdgas. Sie wissen, Khodorkovsky wollte 40% der sowjetischen Erdgasproduktion an Exxon verkaufen. Das ist dann gestoppt worden von Putin letztlich. Ja? Eine andere Geschichte, aber daran sehen Sie, das war das große Interesse. Das heißt, es gibt kein Interesse, die Sowjetunion funktionsfähig zu kriegen. Die Vorstellung, die wir hatten, der Kalte Krieg ist zu Ende, jetzt haben wir Frieden, wir reden vernünftig miteinander, es wird eine Herrschaft des Rechts geben, das können wir alles über die UN regeln. Es gibt keine Gefahr mehr für Leben und Tod. Wir können jetzt nach Russland reisen und umgekehrt. Es ist, der Frieden ist ausgebrochen. Diese Vorstellung war in unseren Köpfen, aber nicht in den Köpfen von wesentlichen Leuten in der amerikanischen Führung. Die sahen es, wir haben den Krieg gewonnen und jetzt wird die Beute eingestrichen. Und wir sind die Einzigen, die auf der Welt übrig sind, die in der Lage sind, mit ihrem Militärapparat alle anderen zu beherrschen. Unilateralismus heißt das dann. Diese Idee wird massiv vorgetragen. Was ich noch sagen wollte, das ist aus einem Interview, das ich geführt habe mit Herb Meyer, Special Assistant des CIA-Chefs Bill Casey, der gesagt hatte, wenn Sie, mache ich jetzt nicht in Englisch, sondern in Deutsch, also aus aller Menge, ich habe es sehr gut in Erinnerung, der gesagt hatte, Sie müssen sich Gorbatschow und Reagan vorstellen wie Gorbatschow im Krankenbett, genauso wie Sachs das beschrieben hat, in der Intensivstation. Und Reagan tritt als Arzt an sein Bett, legt ihm die Hand auf die Schulter und sagt, beruhigt ihn und sagt, alles wird gut, wir helfen dir, wir kriegen das zusammen hin, während er genau darauf achtet, dass er mit seinem Fuß den Sauerstoffschlauch zu Gorbatschow abdrückt, damit er stirbt. Und dann lachte Herb Meyer. Und er sagte, so war das mit Gorbatschow und Reagan. Daran sehen Sie ähnlich wie bei Sachs. Die Idee war, diesen Krieg zu gewinnen und ein für alle Mal Russland auszuschalten, weil es vorher ein wesentlicher Konkurrent war. Und jetzt gibt es etwas weiteres,
Das ist 1992, das kennen Sie wahrscheinlich nicht, wird die Wolfowitz-Doktrin durch einen Fehler veröffentlicht in der Washington Post. Das heißt, die fangen an, Strategien zu machen. Das heißt Wolfowitz-Doktrin. Es ist Dick Cheney, Wolfowitz, Paul Wolfowitz und Scooter Libby, die dieses Papier ausarbeiten. Und dieses Papier ist die Blaupause, nachdem alles andere später funktioniert. Und das ist die, sozusagen die Deklaration der Machtergreifung weltweit. Ich empfehle übrigens den Film Weiß, der noch in einigen Kinos läuft, also Vize über Dick Cheney, wo Sie sehr gut über all diese Sachen informiert werden. Das ist zwar ein Spielfilm, aber alle Szenen sind akkurat, die darin vorkommen. Und in der Wolfowitz-Doktrin sind aus meiner Sicht, das steht jetzt nicht 1, 2, 3, 4, vier Punkte. Das erste ist, das Entstehen eines Rivalen, eines Machtrivalen weltweit, muss unter allen Umständen verhindert werden. Das steht so drin. Also das heißt, es darf nie wieder vorkommen, dass jemand in die Lage kommt, den USA Konkurrenz, Paroli bieten zu können. Sie haben das gehört von China, was ich Ihnen gesagt hatte. Zweitens, das wird durch Erstschläge abgesichert. Man wird militärische Unternehmungen durchführen, Kriege führen, wo man andere Länder angreift, um in diese Situation zu kommen, falls man meint, dass es gefährlich werden könnte für diese absolute Machtposition. Das Dritte ist, das Nukleararsenal nicht nur zu behalten und auszubauen, sondern auch andere daran zu hindern, dass sie eins bekommen. Das sind alles andere. Und die USA sollten stets alleine agieren, wenn es keine substanzielle Unterstützung gibt. Allianzen werden, wenn nötig, aus dem Stand gebildet. Der Krieg der Koalition der Willigen, Sie erinnern sich, 2003. Wenn nötig, Zugang zu wichtigen Rohstoffen, Zugang zum Öl am Persischen Golf. Und Terrorismus sind die Themen, mit denen die Welt die Erfahrung machen muss, dass die USA als Einzige den Gang der Welt bestimmen werden. Das sind die Sachen, die in diesem Papier niedergelegt sind. Das ist sozusagen der erklärte Wille zur Macht der amerikanischen Regierung. Und dementsprechend wird agiert. Ja? Darauf folgt dann, der 11. September ist die Möglichkeit, all diese Ideen umzusetzen. Ja? Also Sie haben selber beschrieben, auch in verschiedenen anderen, dass es schwierig wird, diese Ideen durchzuführen, weil die Bevölkerung nicht unbedingt dafür ist, weil in Europa eine ganz andere Grundhaltung herrscht. Europa ist sozusagen verhandlungsmäßig geprägt, nicht von dieser Machtpolitik. Und man braucht eben ein Ereignis, aber der 11. September ist die Möglichkeit, das umzusetzen. Die Ideen sind sofort da, nach Ende der Herrschaft, also nach dem Existenz der Sowjetunion. Es gibt dann hier sogar ein Telefonat, wo Bush, jetzt Senior, mit Jelzin spricht und ihm sagt, naja, wenn du die Sowjetunion auflöst, dann kannst du Präsident von Russland werden. Lass mal die ganzen anderen Staaten in die Unabhängigkeit. Das sind die sogenannten Stans, Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan, also das zentralasiatische Becken, wo die Amerikaner ran wollen. Die werden alle unabhängig und dort gibt es ja auch viele schöne Militärbasen der USA mittlerweile. Das ist auch, also das heißt, dort beginnt das Zerlegen des Bären. Ja? Das ist die Angelegenheit. Also nochmal, 1989 war alles fluid, alles war möglich. Sie hatten auf der anderen Seite mit Gorbatschow jemanden, mit dem man über eine Abschaffung der Nuklearwaffen hätte reden können. Das hätte wahrscheinlich funktioniert. Man hätte eine Herrschaft des Rechts, also die Idee Immanuel Kants zum ewigen Frieden, also die im Wesentlichen darin besteht, dass Sie zwischen den Staaten genauso agieren wie in einem Staat. Wenn Sie Streitigkeiten mit Ihren Nachbarn haben, nehmen Sie nicht eine Schusswaffe, gehen hin und regeln das, ja, sondern das geht über Polizei und Gerichte. Und so könnte man das eben auch zwischen den Staaten machen, dass es rechtlich funktioniert. Diese Idee ist sofort in den USA von der Führung, die Idee hatte Gorbatschow, das gemeinsame Haus Europa. Das war eine Idee, die er teilte mit Palme und mit Barr. Egon Barr, kleine Anekdote, hatte mir erzählt, er war in den Verhandlungen, als die Sowjetunion noch gab, Mitte der 80er Jahre, hatte er zu tun mit Arbatow, der war Verhandlungsführer. Und Arbatow sagte ihm, Sie müssen mal, wir haben so einen jungen Mann hier in der Delegation, mit dem müssen Sie mal reden. Der wird was bei uns, kann ich Ihnen sagen. Und Barr fragte, für was ist er zuständig? Und er sagte, Arbatow für Landwirtschaft. War in der Sowjetunion ganz wichtig. In Westdeutschland war das der Posten Rudis Resterampe. Das war ein Ministerposten, wenn sie nichts geleistet haben. Da dachte er, nee, lass mal. Ja. Das war Gorbatschow, der dafür zuständig war. Also Barr hat nicht mit Gorbatschow geredet, aber Arbatow hat ihm alle die Ideen, die entwickelt worden waren in der Palme-Kommission, für das gemeinsame Haus, gemeinsame Sicherheitspolitik, hat er erzählt und Gorbatschow hat die alle erfahren. Und dann traf Barr, so wie er mir sagte,
das erste Mal mit Gorbatschow zusammen und Gorbatschow fiel gleich mit der Tür ins Haus und sagte, ich habe ein paar Ideen für eine gemeinsame Sicherheitspolitik in Europa, wie wir das vielleicht anders regeln könnten. Und erzählt ihm haarklein alle Vorschläge, die Bahr und Palme unterbreitet hatten der Sowjetunion. Und Bahr sagte dann, klingt vernünftig. Ich will damit nur sagen, Sie sehen, dass diese Ideen auf der anderen Seite sozusagen vollkommen wiedergespiegelt wurden. Deswegen war Palme auch so gefährlich. Ja? Er ist ja ermordet worden, kurze Zeit vor dem Treffen mit Gorbatschow. Und die Agenda dieses Treffens soll einer der Gründe gewesen sein. Das ist zumindest eine der Hypothesen, die es dazu gibt. Ich muss sagen, dass die neue schwedische Untersuchung, Polizeiuntersuchung tatsächlich, soweit ich das beurteilen kann, tatsächlich versucht rauszukriegen, was jetzt los war. Aber wie gesagt, das erste Mal seit dem Mord. Ja? Vorher hat man dieses Thema umgangen. Also das heißt, das wäre möglich gewesen, 89, in Wirklichkeit, was einsetzt, und das ist eben nicht Ukraine-Krise, Russland annektiert die Ukraine, sondern Sie sehen ein großes strategisches Bild. Wir werden uns das alles unter den Nagel reißen und wir werden die Einzigen sein. Niemand wird gegen uns anstinken können weltweit. Das wird gemacht, ja, und deswegen haben wir jetzt sozusagen die Leute, das ist meine Behauptung jetzt, die in den Medien solche Sätze von sich geben wie Thewissen und Kleber, sind dazu da, diese NATO-Linie in Deutschland voranzubringen. Ja, das sind sozusagen die Pressesprecher der NATO im deutschen Fernsehen. Das ist ein bisschen das Problem, was wir damit haben, dass sie... dass sie ihre Aufgabe als Journalisten nicht erfüllen. Ich kann Ihnen das genau sagen am Beispiel Thewissen, wenn der sagt, dass dieser Kommandeur sagt, der Krieg mit China ist unausweichlich und der lässt das einfach stehen. Das geht nicht für einen Journalisten. Man muss nachfragen, wie meinen Sie das, was soll das? Also da muss zumindest mal, wäre das umgekehrt, würde ein Russe das sagen. Wir können Sie sicher sein, dass es ganz anders funktionieren würde. Aber hier müsste etwas passieren und man müsste die gesamten in ihrer Interessengeleitetheit. Warum sagt das dieser amerikanische Oberbefehlshaber der Armee in Europa? Was steht dahinter? Und dahinter steht eben der immense Machtzuwachs China. Und China, das mit seiner neuen Seidenstraße, dem größten Infrastrukturprojekt in der Geschichte der Menschheit, versucht, diesen gesamten eurasischen Raum von Vladivostok bis Lissabon, wie Putin das genannt hat, zu einem Wirtschaftsraum zu machen, über Infrastrukturmaßnahmen, Hochgeschwindigkeitseisenbahnen, auch Hochgeschwindigkeitsgüterzüge übrigens, gibt es bei uns nicht. Ja? Die Häfen werden ausgebaut. Italien ist das erste Land, was jetzt eingestiegen ist in die neue Seidenstraße und wurde bereits mit Artikeln in Foreign Policy Review wurde darauf hingewiesen, dass das auch ganz schön auf die Füße gehen kann, wenn man sich da mit den Chinesen zusammentut. Da sind schon ganz andere Leute gestürzt worden. Ja? Also das heißt, Italien deswegen, weil jetzt der Hafen von Venedig, nicht da, wo sie mit den Kreuzfahrtschiffen anlegen, sondern der Industriehafen, wird immens wichtig werden. 5 Tage kürzer als Rotterdam, die Sachen, wenn sie von China kommen, also dann geht das hoch. Und Deutschland übrigens mit Duisburg-Rheinhafen, größter Binnenhafen der Welt. Das ist ein zentraler Ort, an dem diese Eisenbahnlinien angebunden werden sollen. Es wird für China ein Riesenvorteil sein, aber auch für alle anderen ein Vorteil. Aber es wird dafür sorgen, dass die USA auf einmal einem Wirtschaftsraum gegenüberstehen, also etwas entsteht, was sie immer verhindern wollten. Wenn Sie Mackinder, das ist jetzt ein britischer Geograf, der darüber geschrieben hat, das ist das Herzland. Wer dieses Land, also das zentraleuropäische Becken, wer das beherrscht, beherrscht die Welt. Und darum geht es. Also das ist im Grunde genommen Russland. Und Sie wissen auch, wir waren jetzt 2017 in Russland, man ist immer vollkommen geplättet von der Größe dieses Landes, was ja auch eine verwaltungsmäßige Herausforderung ist. Aber das ist eben ein riesiges Areal. Wenn Sie das an das Areal der Produktivität, was jetzt der Pazifik ist, dort findet die Musik, die wirtschaftliche Musik statt, anschließen können, ist das für uns ein Vorteil, es ist für die Amerikaner ein Nachteil. Und so ist jetzt der Wunsch, Deutschland aus amerikanischer strategischer Sicht, Deutschland zu trennen von Russland, eine alte Idee, auf keinen Fall Deutschland und Russland zusammenzulassen, seit dem Ersten Weltkrieg, Cordon Sanitaire oder Intermarium, das sind immer dieselben Ideen, einen Riegel herzustellen, von den baltischen Staaten bis in die Türkei, wo man Deutschland, insbesondere Deutschland, Westeuropa abtrennt von Russland. Diese Idee ist tatsächlich durchgeführt jetzt. Und der Ukraine-Krieg, wenn Sie auf eine Landkarte gucken, Ukraine-Konflikt ist ideal geeignet, um einen Riegel davor zu setzen. Ja? Und jetzt müssen Sie noch Russland und China auseinanderkriegen. Ja? Aber es ist für diese kriegerischen Planungen, die da sind, soll jetzt die NATO diese Westseite übernehmen.
damit sich Amerika auf China konzentrieren kann, auf den Pazifik. Und das ist das wieder, was Sie im ZDF gehört haben. Das ist der zweite Teil der Unverantwortlichkeit von solchen Aussagen. Wir werden in eine Situation reingebracht, wo wir diese Ausgaben übernehmen sollen und auch als Kriegsort. Was würde die Amerikanerinnen daran hindern, in ihrer unilateralen Make America Great Again mit Trump-Strategie uns als Schlachtfeld zu betrachten? Nicht unbedingt nuklear, aber so eine Art Balkankrieg, ja? Damit man dort eben den Riegel, das wäre zielführend. Wir sollten darüber reden. Wer hat welche Interessen? Wie sehen denn die Interessen der deutschen Wirtschaft aus? Die sehen ganz anders aus. Wie sehen Ihre Interessen aus? Die sehen nochmal ganz anders aus. Sie kommen überhaupt nicht vor. Das heißt, vollkommen klar, für uns, so wie uns und für die deutsche Industrie, für die deutsche Wirtschaft, ist die Zusammenarbeit mit Russland eine Riesenmöglichkeit. In diesem Fall arbeitet die deutsche Regierung sogar gegen die Interessen der eigenen Wirtschaft. Das sagt Ihnen etwas über Machtverhältnisse aus. Ich will Ihnen nochmal die Zahlen. 716 Milliarden US-Kriegsetat. Die USA geben für ihre 16 Geheimdienste 81 Milliarden aus. Also fast doppelt so viel für Russland wie Russland für sein gesamtes Militär. Und Sie glauben nicht, dass Sie die 81 Milliarden ausgegeben werden und sozusagen für nichts verschwenden, ja? Also dort wird gearbeitet. Eine andere Zahl, die Sie wissen sollten, die US Special Forces sind derzeit nach offiziellen Angaben in 149 Ländern der Welt aktiv im Kampfeinsatz. Das sind 3/4 der Länder, die es auf der Erde gibt. Die wissen aber selber nicht genau, was sie dort machen. Dazu gehören ja verdeckte Operationen. 149 Länder der Welt sind US Special Forces im Einsatz. Ja? Das ist eine offizielle Zahl, nicht eine von mir erfundene. Jetzt stellen Sie sich vor, diese Planung, die Sie gehört haben, und diese Militärmacht. Es gibt einen amerikanischen Ausdruck, wenn jemand einen Hammer besitzt, dann sieht jedes Problem auf der Welt für ihn wie ein Nagel aus. Wenn Sie diesen Hammer haben, dieses Militär, und in einer dermaßen Überlegenheit, dann ist es nachvollziehbar, oder ich glaube, man muss es gar nicht belegen, dass die Zielrichtung ist, dieses Militär auch politisch zu nutzen. Nicht nur in Kriegen, auch in Kriegen. Aber nicht nur in Kriegen, das ist das Werkzeug, mit dem operiert wird. Und es gibt einen Gegensatz dazu, das ist China, das werde ich Ihnen auch noch gleich sagen. Ja, aber das heißt, dass die militärische Option ist die Denkweise der Amerikaner. Und die hängt damit zusammen, dass sie durch die Kriege in Europa zu ihrer Supermachtstellung gekommen sind. Im Ersten Weltkrieg gab es einen Verdun, muss Ihnen niemand erklären, da war auch noch der Friedenswille in Deutschland und Frankreich relativ groß, ein Massaker. Und der Krieg wird entschieden. Das ist ein Krieg um die Vorherrschaft in Europa zwischen überwiegend England und Deutschland. Ja? Die Engländer gewinnen diesen Krieg, den Ersten Weltkrieg. Und sie sind vorher die Hypermacht der Welt. Seit Trafalgar beherrschen sie die Welt über die Marine. Sie gewinnen den Krieg und sind keine Hypermacht mehr. Die Amerikaner sind auf einmal da. Sie sind noch eine Großmacht. Und dann kommt der Zweite Weltkrieg, den auch wieder die Briten gewinnen. Und danach sind die Briten nur noch eine Mittelmacht. Die gewinnen ständig Kriege und werden immer kleiner. Und der Aufstieg findet auf der amerikanischen Seite statt. Die USA sind am Anfang des Zweiten Weltkriegs Nummer 42 der Weltwirtschaft, danach Nummer 1. Das heißt, aus amerikanischer Sicht ist Krieg ein sehr lohnendes Geschäft. Die Kriege finden woanders statt, in anderen Ländern. Die Amerikaner sind ganz im Kopf noch bei dem amerikanischen Bürgerkrieg. Da werden immer noch Filme drüber gemacht. Das ist für sie ihr traumatisches Erlebnis. Irgendwas 1850 dann, ja. Aber dass die Russen das traumatische Erlebnis mit dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion hatten, das verschwindet irgendwie in deren Bewusstsein. Aber das heißt, Krieg ist für die Amerikaner eine Möglichkeit, ist ein gewinnbringendes Geschäft und es ist ein Geschäft, was ihnen die weltweite Vorherrschaft ermöglicht hat. Die haben ein anderes Verhältnis dazu. So sagte George Bush der Jüngere, als er Präsident wurde, ich bin der Kriegspräsident. Und Colin Powell, der bei uns gerne als vernünftiger schwarzer Armeeoberbefehlshaber dargestellt hat, sagte 1992 im Zusammenhang mit diesem Cheney-Papier, we are the bully on the block, wir sind der Schläger im Viertel, wir bestimmen hier, was abläuft. Ja? Also die Idee war, wir haben die dicksten Ärmel, wir bestimmen, was passiert. Das ist, nochmal, das ist nicht eine Erfindung von mir, es ist so, das ist die amerikanische Denkweise zu diesen Sachen. Die Aussage von Colin Powell, we are the bully on the block, das können Sie in Erinnerung behalten. Das ist der 400-Kilo-Gorilla, von dem ich gesprochen habe. Uns kann keiner. So, und jetzt will ich Ihnen sagen, warum China? Weil gerade am 15. April gibt es ein Gespräch, was Jimmy Carter mit Donald Trump geführt hat. Weil Trump jetzt nach China fährt und er will wissen, Carter hatte
Eigentlich war es Nixon vorher mit Kissinger, aber er hat gesagt, ich habe die Normalisierung der Beziehungen mit China hergestellt. Also das war, Sie wissen, Nixon, Kissinger, das ist eine sehr interessante Geschichte, lasse ich jetzt aber weg. Aber Trump ruft Carter an, er lebt ja noch, ja, und fragt ihn um Rat für diese China-Sache. Und dann sagt er, Jimmy Carter, wissen Sie was? Ich habe die diplomatischen Beziehungen mit China normalisiert. Ich übersetze jetzt on the fly aus dem Englischen. Seit 1979, wissen Sie, wie viele Mal China irgendwie Krieg mit jemand geführt hat? Null. 1979 war noch der Krieg mit Vietnam, muss man anfügen. Aber das ist nach den Gesprächen. Ja? Und so ist es auch geblieben, sagte er. Ja? Carter sagte, das ist jetzt Zitat aus der Washington Post, habe ich das, glaube ich. Carter sagte, die Vereinigten Staaten sind die kriegerischste Nation der Welt, most warlike nation on earth. Ja? Also die dem Krieg am meisten zugewandte Nation der Welt, Aussage von Jimmy Carter. Und zwar wegen ihres Verlangens, amerikanische Werte auf alle anderen Ländern aufzudrücken. Und er schlug vor, dass China in seine Ressourcen stattdessen investiert hat als Macht, in Projekte wie zum Beispiel seine Hochgeschwindigkeitseisenbahn anstelle von Militärausgaben. China hat ungefähr 170, 180 Milliarden Militärausgaben. Ja? Und wie viele Meilen Hochgeschwindigkeitseisenbahn haben wir in diesem Land, also in den USA? Das ist die Frage von Carter. Null, sagte er. Wir haben, ich denke, wenn man es zusammenfasst, ungefähr 3 Trillionen. Das sind 3.000 Milliarden. Ja, also da gehen die Zahlen auseinander. Die Amerikaner sagen Billion, wenn wir Milliarden sagen, dann sagen sie Trillion, wenn wir Billionen sagen. Ist ein bisschen verwirrend, deswegen sage ich, 3 Trillionen sind 3.000 Milliarden. 3.000 Milliarden Dollar ausgegeben für unser Militär. Und China hat keinen einzigen Penny für Krieg ausgegeben. Und das ist der Grund, warum sie so weit vor uns sind. Und ich glaube, alles O-Ton. Jimmy Carter. Und ich glaube, der Unterschied wäre, wenn wir 3 Trillionen nehmen würden und würden sie in amerikanische Infrastruktur stecken, dann hätten wir ungefähr 2 Trillionen noch übrig für andere Dinge. Und wir hätten Hochgeschwindigkeitseisenbahnen, wir hätten Brücken, die nicht kollabieren und wir hätten Straßen, die gut gewartet sind. Also Amerika sieht teilweise wie ein drittes Weltland jetzt aus, wenn sie sich dadurch bewegen, im Rust Belt zum Beispiel. Ja? Gut, unser Erziehungssystem wäre so gut wie das, sagen wir mal, von Südkorea oder Hongkong. Das ist die Aussage von Carter. Ja? Ich will jetzt noch an etwas erinnern. Es ist gerade ein neuer Artikel erschienen, wo es sich lohnt zu lesen, ist nicht der Spiegel. Vielleicht die Zeit. Süddeutsche ist auch NATO-Propagandablatt. Aber was sich lohnt zu lesen, sind die amerikanischen außenpolitischen Zeitschriften. Foreign Policy Review, Foreign Affairs. Dort kriegen Sie relativ ungeschminkt erzählt, worüber diskutiert wird. Und dort schreibt immer John Kagan, das ist jemand, der bei dem Projekt für ein neues amerikanisches New American Century, also der diese Vormachtstellung intellektuell unterfüttert hat, Krauthammer ist ein weiterer, der sagte, die Deutschen stehen immer vor Angst, verkriechen sich unter den Tisch, wenn wir was machen. Das war auf 1991 und das sollten wir auch weiter nutzen. Und Kagan hat jetzt einen neuen Aufsatz geschrieben. Kagan hatte damals dieses Projekt für ein neues amerikanisches Jahrhundert. Also das, was Wolfowitz, wie ich sagte, 92 hatte, hat er 2001, ist nochmal veröffentlicht worden, zusammen mit Wolfowitz war wieder dabei und Rumsfeld, also die ganze Garde der Krieger war in diesem Projekt versammelt. Kagan ist übrigens verheiratet mit Victoria Nuland. Das ist die Spezialbeauftragte für die Ukraine mit ihrem berühmten Satz Fuck the EU. Ja? Das war aber gar nicht der größte Hammer, sondern der größte Hammer in diesem abgehörten Telefongespräch war, dass sie den zutreffend sagte, wer der nächste Chef in Ukraine wird, nämlich Jatsenyuk. Sie sagte, Jats is our man. Deutschland war da noch der Glaube, oder Europa, dass man eventuell mit den Klitschko-Brüdern was machen könnte. Also die Amerikaner haben sich das angeguckt. Sie sehen also, es gibt eine Personalelite, Kagan und seine Frau. Das ist wirklich ein zentrales Element. Das sind Leute, die als graue Eminenzen immens viel zu sagen haben. Victoria Nuland eben in die Ukraine geschickt. Und Kagan sagt jetzt, dass man sich die Rolle von Deutschland auch neu angucken sollte. Er hat daran erinnert, dass wir vergessen hatten, dass die NATO gegründet wurde, wie der erste britische Generalsekretär, ist das glaube ich, bei der NATO sagte, um die Amerikaner drinnen zu halten, die Sowjets draußen und Deutschland unten.
Das ist ein Zitat. Und er sagte, das haben wir, das Deutschland unten haben wir nicht so sehr hervorgehoben in der Vergangenheit, sollten wir vielleicht in der Zukunft tun. Und das jetzt wieder, das wäre eine der Sachen, auf die vielleicht Klaus Kleber eingehen könnte oder Elmar Thewissen. Wie solche Aussagen denn jetzt in der amerikanischen, wo die Ideen gehandelt werden für eine Außenpolitik. Also Deutschland zu nutzen gegen Trump, das steht da drin, und für eine sozusagen als Standpunkt für diese militärische Projektion von Macht. Ja, was ich Ihnen noch sagen will ist, also meine These und die ist eigentlich, dass die USA sehr gut eine Art Balkankrieg in Europa gebrauchen können, den wir nicht gebrauchen können. Sie haben die Vorstellung, mit dem Militär ihre Vormachtstellung in der Welt behalten zu können. Und dafür, weil sie das Militär haben und weil sie Kriege führen wollen, werden sie nach Möglichkeiten suchen, dieses Thema der beginnenden Vorherrschaft von China, Russland ist nur ein Nebenthema, hier militärisch zu lösen. Das ist meine These. Ich würde das gerne irgendwo vertreten. Aber das werden Sie im ZDF oder in der ARD nicht hören. Ja? Sie werden das nicht hören und Sie werden die Argumentation, warum ich Ihnen das so dargelege, auch nicht hören. Gut. Sie können sich auch ganz einfach fragen, warum es 1989, als der Warschauer Pakt aufgelöst wurde, warum die NATO nicht auch aufgelöst wurde zum Teufel. Das ist eine ganz einfache Sache. Und ich kann Ihnen sagen, damals zirkulierte in der NATO folgender Begriff, man machte sich Gedanken, weil das wurde ja gefährlich. Und Sie haben jetzt, wenn Sie in die USA gucken, ist dieser Anteil der Rüstungsproduktion ist mittlerweile fast das Einzige, was Sie im eigenen Land noch haben. Alles andere ist ausgelagert. Das heißt, es ist essentiell nötig für Ihre Wirtschaft. Das heißt, denen vorzuschlagen, Rüstung zu minimieren, das geht nicht bei denen. Im Gegenteil, sie brauchen Kriege, wo diese Rüstungsgüter verwendet werden. Es ist eine ganz logische Sache. Sie brauchen nicht irgendeinen sozusagen bösen Superman Putin sich auszudenken. Hier sehen Sie ganz einfach Interessen, die zusammenführen in diese Richtung. Man will unilateral die Welt beherrschen, man hat dieses Instrument, man gibt ein irres Geld dafür aus. Das passt ganz gut zusammen. Ja? Warum sollte Russland mit 48 Kriegslüstern sein, mit 48 Milliarden gegenüber 716? Was ist denn, spielen die Wabank? Sind die irgendwie, also Putin macht allen möglichen Eindruck, aber nicht den eines Wabank-Spielers. Er ist ein sehr, und da können wir froh drüber sein, ein sehr kühler, rationaler Akteur, ja, der berechenbar ist, was Sie von Trump nicht behaupten können. So. 1989, als die NATO in Gefahr stand, dass die Überflüssigkeit der NATO bewusst wird, entwickelte den Slogan Out of Area or Out of Business. Das heißt, man sagte, entweder wir fangen jetzt an, Auslandskriege zu führen, Auslandsangriffskriege, ja, oder wir sind aus dem Geschäft raus. Out of Area or Out of Business. Auslandskriege oder raus aus dem Geschäft. Das war die Grundlage und dann kommt auch sehr bald, kommen die entsprechenden Kriege. Ja, es gibt außerdem noch, jetzt will ich auf den letzten, ich hoffe, ich bin nicht zu lang, wahrscheinlich schon, auf den letzten Punkt übergehen. 1989 gab es sofort im Dezember den Panama-Feldzug, die größte Luftlandeoperation in der Geschichte des Militärs. Dieser Panama-Feldzug, der vollkommen absurd war, man führte das gegen Noriega durch, mit dem die CIA eine Abmachung hatte, du lässt unsere Waffen für die Contras in Nicaragua durch und dafür darfst du Kokain handeln mit dem Medellin-Kartell. Und dann war die Sowjetunion weg und dann war der eine Teil dieses Abkommens zwar weg und dann hatte man gesagt, jetzt wird Schluss mit Drogenhandel in Panama. Auf einmal entdeckte man, oh, da werden ja Drogen gehandelt. Ja? Und dann war die Begründung dafür. Aber tatsächlich sagten damals im Militär eine ganze Reihe von Leuten, wir müssen das Vietnam-Trauma beenden. Das Trauma, dass USA einen Krieg nicht gewonnen hat, sondern irgendwie von so kleinen gelben Leuten in schwarzen Pyjamas rausgeschmissen wurde. Ja? Das sollte, und die ganze Nation ist daran wirklich geteilt. Die war war am Zerbrechen. Vietnam ist für die Amerikaner eine sehr wesentliche Angelegenheit. Und um das in den Köpfen zu beenden, um zu zeigen, wir können Kriege glorreich gewinnen, wie die Saving Private Ryan, neue Version, ja, wir gehen nach Panama und dann wird gleich gewonnen. Dafür ist dieser Panama-Feldzug durchgeführt worden. Dann wissen Sie das, Jugoslawien, das war auch, das ist der Grund zum Beispiel, warum Willy Wimmer, das haben wir gesehen, die Verleihung davon, und auch Jochen Scholz, der Oberstleutnant der Bundeswehr, der Verbindungsmann war, von der Bundeswehr zur Regierung und zu den NATO-Stellen, der hat dort mitgekriegt, wie gelogen wurde, wo von
Menschenrechtsverbrechen im großen Stil geredet wurde, von denen man wusste, dass sie so nicht existierten, die Geschichten waren nicht richtig, die aber dazu genutzt wurden, um den Jugoslawienkrieg moralisch zu begründen. Sie können sich angucken, die ARD-Doku, die Exzellentes, es begann mit einer Lüge. Dort kriegen Sie das sehr genau auseinandergedröselt. Also das heißt, das sind die Teile, die durchgeführt werden. Und jetzt haben Sie etwas, Vietnam ist aus amerikanischer Militärsicht verloren gegangen, weil man eine freie Presse hatte. Sie konnten in Vietnam als Reporter mit einem Presseausweis in jedem Medivac, also medizinischen Sanitätshelikopter, mitfliegen. Und es gab diese ganzen Aufnahmen von dem Krieg, es gab die Aufnahmen von den napalmverbrannten Kindern. Jeder Journalist, es war eine freie Presse in Vietnam unterwegs und die zeigte die Bilder, wie der Krieg aussieht. Und Krieg, wie er wirklich ist, ist nicht besonders attraktiv, um dafür zu sagen, sozusagen, wir sollten das weitermachen. Das heißt, aus amerikanischer Militärsicht war der Krieg verloren gegangen durch den Dolchstoß der amerikanischen Presse gegen das amerikanische Militär. Aus ihrer Sicht waren sie kurz davor, diesen Krieg zu gewinnen. Das spricht sogar einiges dafür, nach den Aussagen von General Giap von Nordvietnam. Aber weil das Land zerfallen war in Kriegsgegner, auch weil die eigenen Söhne ums Leben kamen, es war ja noch gezogene Leute, also Wehrdienstpflichtige, wobei die meisten Leute hier aus der Cheney, so wie Cheney, die nennt man Chicken Hawks, also Hühnerfalken. Weil Chicken ist ein Feigling und Falk ist jemand, der unbedingt Krieg will. Und diese ganzen Leute, so wie auch Bush, sind nicht in Vietnam angetreten. Die haben sich schön in der Heimat sozusagen in der Etappe verpisst, ja, und haben andere Leute zum Sterben geschickt. Aber für Kriege sind sie immer gut zu haben, ja, für andere. Sie kämpfen bis zum letzten Blutstropfen, aber nicht ihren eigenen. Ja. So, also das heißt, das ist einer der entscheidenden Elemente, dass man sagte, man hat den Krieg verloren wegen dieser Presse, wegen die Medien, die dafür gesorgt haben, das darf nie wieder vorkommen. Deswegen werden erfunden diese Embedded Journalists, es werden diese, was Sie aus dem Golfkrieg kennen, diese chirurgischen, diese super technischen Videospielaufnahmen. Also man wird den Krieg präsentabel machen. Es wird auch keine Aufnahmen von Särgen, die zurückkommen in die USA mit amerikanischen Fahnen. Das wird unterbunden. Es gibt also eine große Bewegung, diese Art von Presse einzuschränken. Genauso wie die Watergate-Affäre, die dazu geführt hat, dass Nixon zurücktreten musste, wo Journalisten mit geleakten Dokumenten, geheimen Dokumenten, die sie in die Finger gekriegt haben, die sie veröffentlicht haben, wie wir heute wissen, von einem Vizechef des FBI, Bob Feld. Also das heißt, ein Präsident wurde gestürzt durch gestohlene, widerrechtlich erworbene und von der Presse verarbeitete geheime Dokumente. Auch das sollte nie wieder vorkommen. Und davor stehen wir jetzt mit Julian Assange, dessen Sachen alle genutzt wurden, von Spiegel, von der BBC, vom Guardian, von all den Zeitungen, ja, die jetzt, die Hälfte der Zeitungen in den USA, macht sich Gedanken, ob es nicht doch ganz schlimm war, was da Assange gemacht hat. USA ist auch eine furchtbare Entwicklung. Zu Zeiten von Watergate waren es noch 50 Unternehmen, die Radio und Fernsehen, also Entschuldigung, die Fernsehen gemacht haben. Jetzt sind es noch 6 große Networks, die alle in Konzernbesitz sind. Es gibt keine freie Presse in diesem Sinne in den USA mehr, nur noch auf dem Alternativsektor. Und in diese Richtung geht es auch bei uns. Es geht da drin, wenn Sie abweichende Meinungen hören wollen, dann müssen Sie die Anstalt im ZDF gucken. Und dort sitzt Ekkehard Sieker, der Rechercheur war zum Beispiel für den Film über den Herrhausen-Mord oder für die 9-11-Doku mit dabei. Oder der für Wolfgang Schorlau, die Schorlau-Krimis, wenn Sie die kennen, der Rechercheur ist. Das heißt, das sind Restbestände, Fossilien einer Zeit, als noch Journalismus betrieben wurde, die es auch in den USA gibt. Chris Hedges, Pulitzer-Preisträger, New York Times-Journalist, der jetzt bei RT America arbeitet. Und an dieser Stelle ist RT und Sputnik sind Sendungen, Sie können davon halten, was Sie wollen. Ja? Die sind vom Staat finanziert, das ist richtig. Das ist die Deutsche Welle übrigens auch. Ja? Und die BBC hatte genau den gleichen Auftrag bis 2012. Also hatte offiziell den Auftrag, die Sicht der englischen Außenpolitik im Sender darzustellen. Sie kriegen aber dort Informationen, die sie nirgendwo sonst bekommen. Und da wird immer gesagt, es handelt sich um Fehlinformationen. Ich kenne aber keine. Der deutsche Chef des Deutschen Journalistenverbandes, wo ich Mitglied bin, was mir sehr leid tut, ja, nicht, dass ich Mitglied bin, sondern dass dieser Mann Chef des Journalistenverbandes ist, hat gesagt, RT hätte einen Ruf, dass es ständig Fake News produziert. Und dann wurde er von Markus Kompa gefragt, Rechtsanwalt und Autor bei Telepolis, was denn die Fake News waren. Und dann kam die Geschichte mit Lisa, die mittlerweile, das können Sie sich sehr genau angucken, nicht Fake News von
RT war, sondern die RT hat im Gegenteil relativ, also gleich am Anfang mitberichtet, dass es unklar ist, ob diese Sachen so, wie sie sind, überhaupt stimmen. Also und es hatte sich der DJV sogar entschuldigt bei RT dafür, dass sie falsch berichtet hatten. Und das kommt jetzt wieder. Also das heißt, wir sind auf der Linie, dass diese Medien, so wie sie funktionieren, ihre Kritikfunktion gegenüber dem Staat nicht mehr richtig wahrnehmen, stattdessen Aufrüstungspropaganda betreiben. Und ich sage Ihnen, aus dem Machtwillen, der dahinter steht, nicht beim ZDF, das ist nicht sozusagen, das ist nicht das Zentrum dieser Geschichte, sondern das ist bei der NATO, in den USA, in den amerikanischen Regierungen, werden Sie nicht davon ausgehen dürfen, dass das verschwindet, wenn Sie die Augen zumachen und sich nichts dagegen unternehmen. Wir müssen, das ist eine der Lehren, wir sind hier alle durch die Bank zu alt, ja? Wir müssten bei Fridays for Future vielleicht mal anklopfen, ob die auch mit uns reden. Wir müssen uns dezidiert, wir müssen den Willen entwickeln, gegen diese Sachen vorzugehen, weil von alleine wird nichts passieren und es wird uns über die Füße schwappen. Und ich habe Kinder und ich habe Enkel, ja, und vielleicht viele von Ihnen auch. Mich wird das auch noch betreffen, aber das, was uns da angerührt ist, Sie können sehen, diese ganzen Probleme, auch die Probleme in der Umwelt, sind gigantisch. Und die Lösungsvorschläge, die kommen, sind Pipifax, ja. Sie können sagen, dass die Politik nicht in der Lage ist, bewiesen hat, über 30 Jahre jetzt, dass sie nicht in der Lage sind, vernünftige Friedenspolitik angesichts dieses amerikanischen Übermachtstrebens durchzuführen. Sie können zeigen, dass die Umweltpolitik keinen Meter vorangekommen ist. Wir müssen sogar darüber nachdenken, welche Formen wir brauchen, um diesen Planeten erhalten zu können, mit den Menschen drauf. Selbst beim Nuklearkrieg wird es noch, die Erde wird weiterleben, wir werden uns nur selber vernichten. Ja? Aber wie wir diesen Planeten habitabel für uns alle behalten. Okay, das war viel. Thank you.